Der Sommer kommt und da kriege ich Lust auf Eis. Und der typische Bestandteil von so einem Eis ist die Tüte. In unserem Fall ist ja diese Tüte nichts anderes als wie ein Kegel. Und wenn ich den aufschneide und ausbreite, dann habe ich da diese Form. Die haben wir doch auch schon mal wo gesehen. Nennt sich, na, wie wäre es mit Kreissektor? Und jetzt wissen wir auch, warum wir zuerst den Kreissektor uns angeschaut haben und jetzt den Drehkegel. Schauen wir mal, wie diese Teile da heißen und wie wir das dann machen. Da haben wir also den Kreissektor. Muss man es so hin tun, dass ich es beschreiben kann. Das ist die Bogenlänge. Und das nenne ich jetzt ganz einfach einmal S wie Sehne. Das müssen wir uns tatsächlich nur mal anschauen, was beim Drehkegel diese Sehne da ist. Aber mit den beiden Bezeichnungen können wir schon mal die Fläche ausrechnen. Also die Fläche eines Kreissektors war, wir haben damals gesagt, Radius zum Quadrat, der Radius ist da S, mal Pi, mal Alpha durch 360. Oder was haben wir noch gesagt? Bogenlänge mal Radius, das heißt jetzt bei uns S halbe. Und wie war das mit dem Umfang? Auch nicht schwer. Das S kommt zweimal vor und die Bogenlänge einmal. Und wie wir jetzt drauf kommen, was B und S ist, wenn wir Radius und Höhe gegeben haben, das schauen wir uns gleich nochmal an.